Ja, hallo, willkommen zurück hier bei Monkey Island, Folge 4. Wir haben uns in der letzten Folge damit beschäftigt, den Schwertkampf zu erlernen. Ich möchte nochmal kurz meine Fähigkeiten ausprobieren und dann gehen wir zur Schwertmeisterin. Also, los geht das mal, ne? So. Oh, geht sofort los. Piraten aufzuhalten ist ungefährlich, ne? Du bist des Todes. So, zücke dein Schwert. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Also hast du doch den Job als Putze gekriegt. Nein. Das ist mein Spruch. Bam, besiegt. Jeder erkennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Oh ja? Ich besiege dich. Du hast die Manieren eines Bettlers. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Oh nein, der kann kontern. Fuchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Doch, du hast nur nie gelernt. Warte mal. Zack, 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 zack. Der Satz. Doch, du hast ihn noch nie gelernt. Haha, super gekontert. Uff, du könntest gegen den Schwertmeister antreten. Genau das haben wir jetzt vor. Los, komm, wir gehen. Muss aber beachten, sie hat andere Beleidigungen als wir. Nur sie. Wir haben die gleichen Antworten und sie hat andere Beleidigungen. Das heißt, ne? Wir müssen diesmal das Passende zu ihren neuen Sachen herausfinden. Das wird schwierig. Und da tanzt sie wieder ab. Sie meditiert. Ne? Sieht aus, als ob sie meditiert. Ja. Dum, 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 dum. Okay. Wer wagte sich dem Schwertmeister ohne. Ach, du bist das wieder. Ich bitte um Verzeihung, aber wir müssen reden. Ich bin Guybrush Threepwood und du bist des Todes. Es geht nicht um Ehrlichkeit. Ich kann an deinem sarkastischen Lächeln sehen, dass du bei General Smirk trainiert hast. Na gut, bringen wir es hinter uns. Soll ich jetzt eine Nachhilfestunde geben? Ah. Sie fängt an mit der Beleidigung? Warte mal. Wieso, die könntest du viel besser gebrauchen. Das ist, glaube ich, die richtige Antwort darauf. Jeden Tropfen Blut aus deinen Knochen melken, hä? Der Körper melken? Ich dachte, die Antwort war richtig gewesen, die ich gegeben habe davor. Passend, du kämpfst wie eine Kuh. Oh, das war richtig. Das Einzige, was irgendwie mit Melken zusammenhängt. Leute wie dich sehe ich sonst betrunken in der Gosse. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Vielleicht ist das richtig. Nein? Alles, was du sagst, ist dumm. Jetzt nochmal mit manieren. Das war falsch, ne? Oh nein, es passt. Ja! Niemand wird sehen, dass ich so schlecht bin wie du. Du kannst so schnell davonlaufen. Muss es sein, ne? Jetzt gibt es keine Finten mehr, die dir helfen.
Wieso? Du könntest doch zu viel eher gebrauchen. Fand das gut. Nur ich habe das Geschick eines echten Meisters. Vielleicht sollst du es endlich mal benutzen. Alle Männer so? Dann heirate ich ein Schwein. Knifflig, knifflig, knifflig. Passend, du kämpfst für eine Kuh. Putze, Staubwedel. Schwafel. Oh. Das war keine passende Antwort. Vielleicht das? Nein. Überall in der Karibik kennt man meine Klinge. Zu schade, dass dich niemand kennt. Okay, du hast gewonnen. Nun, ich hoffe, du bist zufrieden. Das bin ich. Nun kannst du all deinen Freunden imponieren, wie du einen Schwertmeister besiegt hast. Du brauchst einen Beweis. Hier, das sollte reichen. Käsige. Ein T-Shirt, 100% Baumwolle. Ja, danke schön. Darauf steht, ich habe den Schwertmeister besiegt. Okay. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Dam. Ey, was willst du, Dreckschrubber? Ist das nicht eine wunderschöne Nacht? Hey, hast du nichts Besseres zu tun? Warum redet der Kerl so seltsam? Der Programmierer ist schuld. Er meinte, so ähnlich hätten die Piraten geredet. Also, Guybrush, fall nicht aus der Rolle. Entschuldige, ich muss weiter. So, was mir gerade noch zu denken gibt, ist unsere Tanzkarte. Show-on-Karte. Hinten, links, rechts, links, hinten, rechts. Ist das jetzt die Karte zum Schatz hier auf der Insel gewesen? Meine, man muss auch wieder durch die Gabelung, durch den Wald gehen dafür. Komm, das testen wir jetzt mal. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück in den Wald. Dabidum, dabbel, dupel, die, macht's gleich. Und auch dam, die, dum, die, bu. So. Ist hier weg. So, Gabelung. Okay. Rechtschreibfehler. Schau an, Karte. Hinten, links, rechts. Hinten, links. Rechts. Weiter. Links, rechts, hinten. Links. Rechts. Okay. Rechts, links hin.
rechts, links, hinten. Das könnte schon sein. Ja. Haha, der Schatz von Mealy Island. Schau an, Plakat. Der verlorene Schatz von Mealy Island. Dieses historisch exakt rekonstruierte Stück aus der Geschichte von Mealy Island erfreut sich schon seit Generationen Piratenanwärtern und ihren Familien. Bedenken Sie, es gibt mehr als noch mehr Piraten auf der Insel. Nehmen Sie hier alles mit, ne? Lassen Sie etwas vom Schatz für die Nächsten da. Markierung. Da liegt ein Schatz von so unglaublichem Wert, dass sie ihn schon ausgraben müssen, um es zu glauben. Gestiftet von der Mealy Island Handelskammer. Na, Leute, ein X markiert die Stelle. Generell immer, ne? So, dann benutze Schaufel. Halt. Schau an, X. Aus wie ein großes X. Welche Bedeutung es wohl haben mag, finden wir gleich heraus. Benutze Schaufel mit X. Das sollte nicht allzu lange dauern. Wenige Stunden später. Ah, ich bin auf etwas Hartes gestoßen. Oh Mann. Das ist ein T-Shirt. Nicht meine Größe, aber ganz nett. Nun, dann räume ich mal wieder die ganze Erde weg. Noch ein paar Stunden später. Okay, wir haben ein zweites T-Shirt. Schau an, T-Shirt. Ich habe den Schatz von Mealy Island gefunden, aber alles, was mir blieb, ist dieses T-Shirt. Okay, wir haben jetzt 2 der 3 Prüfungen geschafft. Wir müssen nun bei der Gouverneurin einbrechen. Wir könnten eventuell die Sache schon abgeben, aber nö. Das machen wir erst zu später. Noch ist es nicht so weit. So. Dappeldum, dappeldiepadu bei. Wir gehen an diesem Mann vor. Aha. Hat uns zwar keine Zeit gespart, sah aber gut aus. Okay, weiter geht's. Oh, das ist der Ecke. So. Was ist denn da? Hallo? Ist da jemand? Oh, oh, hallo! In so einer verlassenen Dunkelgasse könnte ich jemand etwas zustoßen. Um dieser nachschlafenden Zeit gäbe es ja keine Zeugen. Tatsächlich? Interessant. Na dann, bis bald. Haben Sie auch etwas gehört? Ja, und Leute, die sich von hinten anschleichen, kann auch passieren. Boah, haben Sie auch was passiert? Gehört ihr? Psst, gehört. Nein. Wer bist du überhaupt? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Meine Stadt wollte gerade gehen. Ich bin ein mächtiger Pirat. Hör zu, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Egal, hör genau zu. Ich bin der Polizeichef. Sheriff Fester Scheintop. Hör auf meinen Rat, das ist nicht die beste Zeit, Mealy Island zu besuchen. Eine sehr schlechte Zeit sogar. Ich rate dir dringend zu einem anderen Urlaubsort. Einen sicheren Ort. Junge, ich fühle mich jetzt besser, weil ein Mann des Gesetzes über die Stadt wacht. Das war, glaube ich, nicht mein Anliegen. Schau an. Zirkus. Oh, ein Zirkus. Ich liebe Zirkus. Und dort bin ich reich geworden. Meist meines Geldes wieder verschwindet. Okay. Eine Kirche. Noch nicht die Zeit dafür?
Hier ist der Durchgang. Gefangene. Hallo, Gefangene. Du musst mich herausholen. Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Und ein Opfer des Mundgeruchs. Get. Hey, jedem fällt es schwer, seinem Atem frisch zu halten, wenn es außer Ratten nichts zu essen gibt. Ist verschlossen, die Zelle. Nichts zu machen. Wir gehen erstmal wieder. Wir gehen weiter. Zum Haus der Gouverneurin. An der Stelle ist die Amiga-Version, die ich gespielt hatte, immer abgekackt. Lesefehler. Gehe zu tödliche Piranha-Pudel. Schau an, tödliche Piranha-Pudel. An diesen Biester komme ich nicht vorbei. Vielleicht gibt es einen Trick. Benutze vergiftetes Fleisch mit tödlichen Piranha-Pudel. Wichtiger Hinweis, diese Hunde sind nicht tot, sie schlafen. Bei der Programmierung dieses Spiels wurden keine Tiere gequält. Wichtig, ne? Schau an, schlafen die Piranha-Pudel. Sie schlafen friedlich. Sprich mit ihnen. Ich will sie nicht aufwecken. Okay. So, was haben wir hier alles? Hallo, Gouverneurin. Keiner da. Geh zur Vase. Eine unbezahlbare Ming. Geh zu Gemälde. Ich erkenne den Mann nicht, aber den Hund habe ich in der Bar gesehen. So. Cool. Ist mit dem gequatscht haben? Ja, der Gouverneurin. Geh zu Bücher. Keine Zeit zum Lesen. Die Flaschenpost hier ansehen? Nein. Was haben wir hier noch? Geh zur Tür. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht ist ja diese Tür auf. Hinein! Und los. Sieht aus wie ein Job für fester Scheintop. Oh nein, hat aufgepasst. Autsch! Bam! Krach! Hypnotisier, eigenwilliges Nashorn. Drücke, roter Knopf, nicht der rote Knopf! Schau an, gefährliches Lama. Das ist ein großes, hässliches Lama mit Wachslippen. Drücke, wahnsinnig gefährliches Lama. Ich kann es nicht bewegen. Ziehe. Wahnsinnig gefährliches Lama. Ich kann es nicht bewegen. Nimm Heftklammerentferner. Benutze Heftklammerentferner auf wahnsinnig gefährliches Lama. Hier zu Bücher. Nimm Buch der Witze. Ich muss wahnsinnig sein. Nimm Wachslippen. Maulwürfe! Nimm Nagetierspray. Benutze Nagetierspray mit Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit noch ein Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit Maulwurfherde. Benutze nagiges Spray mit witziger kleiner Mann. Schau an, sagenhaftes Idol.
Das ist ja wunderschön. Öffne. Schloss. Ich kriege es nicht auf. Nimm. Schwerer Stuhl. Benutze. Schwerer Stuhl mit Sheriff. Ich sollte ihn eine Weile aufhalten. Wenn ich nur eine Feile hätte, käme ich an das Idol. Okay, was habe ich was dabei? Hält alle Lagetiere, aber auch Maulwürfe fern. Schau an, Wachslippen. Sind für ein Lama gedacht und außerdem ganz vollgeschleimt. Nein, danke. Schau an. Buch der Witze. Aha, da kommen die blöden Witze her. Schau an, Heftklappe ferner. Das wird sich doch mal lohnen. Okay, wo kriege ich eine Feile her? Brauche eine Feile. Vielleicht will ich da drin eine. Ich brauche eine Feile. Habe ich eine dabei? Verschlossen. Nein, wo komme ich jetzt zur Feile her? Benutze Heftklammer ferner mit Buch der Witze. Nicht zum Entheftklammern in der Nähe. Benutze Wachslippen. Nagel jetzt. Vielleicht finde ich eine. Ich habe den inneren eingeschlossen. Nicht darunter? Und dann bekomme ich die Pfeile her. Unterbrich nicht den Flow. Nein! Nein! Pfeile. Ich habe keine Pfeile. Benutze Wachslippen. Benutze Nagetierspray mit, guter Witze. Keine Ahnung, das klappt so nicht. Oh, verdammt. Idee. Hallo Pudel. Wir müssen leider gehen. Entschuldigung. Wir müssen zurück zur Stadt. Ich glaube, ich weiß, wer Nagetiersprays brauchen kann. Dieser da. Gib Nagetierspray an Gefangener. Hier. Ich will jetzt außer meiner Freiheit. Und vielleicht der Pfefferminz. Verdammt. Okay, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Monkey Island. Ciao, ciao. Danke fürs Zusehen.